Und ich begrüße euch wieder zurück zu Anno 2070. Wir sind diesmal wieder im Weltgeschehen. Ich werde das jetzt nicht spielen. Ich mache das, wie es so schön heißt, offscreen. Ohne Kamera, ohne Aufnahme. Und da hat jetzt aber erstmal eine Frage. Das gibt's auch noch nicht lang. Bei der letzten Aufnahme, die war halt schon ein bisschen her, weil ich keine Zeit hatte zum Rendern. Deshalb war so eine kleine Pause dazwischen. Zwischen dem letzten Video, was ich gerade eben am Hochladen bin, also Folge 24 und halt 23. Auf jeden Fall hatte ich in der letzten Folge ja hier gezeigt, da waren wirklich zwei Spieler mit 6 Punkten und die anderen alle mit einem. Ich habe es jetzt noch nicht gespielt, deshalb 0. Jetzt meine Frage. Hier oben, die zweite, mache ich immer sau viele. Wenn ich jetzt das durchgespielt habe, dann habe ich ja hier 16 Punkte. Werden die dann addiert, eigentlich zu den anderen Weltgeschehen, weil ich habe da jedes Mal so viele. Jetzt bin ich mir nicht sicher, weil man kann doch nicht innerhalb von 2 Tagen, die Mission, oder 4 Tagen, keine Ahnung wie lange es jetzt gedauert hat, 1200 Punkte allein in dem einen Weltgeschehen erreichen. Das wäre ja ein bisschen extrem langweilig und sinnlos. Das ist meine Frage, wird das eigentlich alles zusammen addiert und man ist dann hier in der Liste und steigt da auf? Also wenn ich jetzt jedes Mal schaffe, immer die 16 Punkte dazu. Schon, oder? Weil das wäre halbwegs sinnvoll, sonst wäre es da ziemlich langweilig. Wenn man das so lang spielt, bis man 1220 Punkte hat. Innerhalb von 2 Tagen, naja. Oder 3 oder 4, keine Ahnung wie lang. Ist nur mal eine Frage. Weil es wäre langweilig, die letzte Mission hier 100 Mal zu spielen. Und vielleicht auch ein bisschen zu schwer, keine Ahnung. Egal, wir machen jetzt aber weiter in... Green macht uns die Hölle heiß, wenn das hier schief geht. Ach ja, ich habe ja das noch gar nicht. Okay, von ihr müssen wir auch die Mission machen. Dann lade ich mal eben letzten Stand. Hab gerade gesehen, wir haben 21.000 Einwohner. Müssen wir noch ein bisschen erweitern. Indem wir... Zum Beispiel habe ich mir jetzt überlegt, im Wahrheitsministerium... Werbung schalten für mehr Wohnraum. Dann wohnen statt 40 Executives 44 in einem Haus. Also im Einflussradius von dem Wahrheitsministerium und von den ganzen Konzernzentralen, weil ich muss ja ein Wahrheitsministerium lassen, so habe ich jetzt gemerkt zumindest, damit es übernommen wird auf die Zentralen. Sonst haben die gar keine Auswirkung. Aber wenn ein Wahrheitsministerium sowas ausstrahlt, dann strahlen es auch die ganzen Konzernzentralen aus. So kann man sich's ja vorstellen. Und zudem werde ich meine Ölbohrinsel, passt jetzt nicht ganz, meine Ölinsel, wo noch Öl gebohrt wird, so, die werde ich jetzt mal nicht in Pripyat umbenennen, was ich ja jedes Mal bis jetzt vergessen habe, also diese hier. Einfach, weil ich jetzt irgendwie finde, eigentlich hat es jetzt nichts damit zu tun, außer dass hier ein Atomkraftwerk ist. Naja. Passt schon. Kann man so lassen. Zudem schaue ich mir gerade eben den Unterhalt an von 30, 54. Das ist jetzt auch nicht teuer. Und wenn ich jetzt mir von so einem Bagger anschaue, 9, 9, naja, ist jetzt natürlich wesentlich weniger. Und ich krieg mehr Strom durch die Dinger, weil ich ja die Upgrades habe. Deshalb bin ich am Überlegen, ob ich mehr auf Atomkraft jetzt setzen soll. Auf mehr Inseln. Also. Die Eröffnung liegt zwar in weiter Ferne, aber Ihre Frau gibt die Behörde cool. Grünes Licht für die Fortsetzung der Bauarbeiten. Letzter Bauabschnitt. Guter Punkt. Natürlich, bauen wir gleich weiter. Stahl und Werkzeug, dann haben wir auch einen letzten Bauabschnitt fertig. Ihre Logistik versagt. Cool, dann ist die nächste fertig. Ja, wie schon gesagt, ich konnte jetzt nicht auf die Kommentare eingehen, falls ich hier Verbesserungen bekommen habe. Oder, ja nicht Verbesserungen, aber Vorschläge, was ich hier denn... wie ich es hier denn gestalten kann. Aus dem Grund mache ich da jetzt einfach mal selber ein bisschen weiter, würde ich sagen. Und da würde ich anfangen, erstmal hier auszubauen. Da waren wir bei der letzten Folge ja noch dabei. Wenn man nur die richtigen Fäden zieht, könnte das hier ein ganz Nummer 2. Erreichen Sie Tycoon Executives. 5025 momentan. Ja, das nächste ist bei 10.000, das sollten wir auch schaffen. Ich hatte eben, wie schon gesagt, wirklich mich noch nie so, ich sag mal, angestrengt wie jetzt hier im
Let's Play, dass wir wirklich viele Executes bekommen. Also wirklich noch nicht angestrengt. Das muss es sich mal geben. Und ich würde immer noch behaupten, dass ich jetzt nicht schlecht in Anno bin. Auch wenn ich hier den Platz nicht zu 100% genau ausnutze. Das können ja andere Leute machen. Mir macht das keinen Spaß, weil ich dann selber mal die Stadt nicht anschauen möchte, weil es einfach so grottenhässlich ist. Ist meine Meinung. Kann ja jeder was anderes denken. Ich mag da lieber ein paar schöne Sachen reinbauen. Ne? Wollte ich jetzt nur mal gesagt haben. Und irgendwie gefällt mir das hier immer noch nicht, weil hier immer noch so wenig rumsteht. Ich möchte ja mehr... Naja, dass es nach ein bisschen was aussieht. Aber wie kann ich das denn ändern? Ja, wie? Erstmal brauche ich hier Zierelemente. Kann ich hier denn irgendwas Schönes bauen? Ja, ich könnte hier so eine Rotationssäule bauen, die ich ja beim letzten Mal woanders abgerissen habe, weil es da nicht gepasst hat. Ja, ist jetzt die Frage, ob sie hier wirklich passt. Ja, nee, Sicherheitszäune baue ich sicherlich nicht. Wir könnten mehr Fahnen setzen. Na, oder so ein Stier. Gut, momentan noch überfragt, das kommt alles noch. Was ich aber gerne bauen würde, das wäre jetzt zum einen... Ich muss erst mal suchen, ach genau hier. Diese Statistikgebäude. Dieses Statistikgebäude, das würde ich ziemlich gerne bauen. Ich habe nur das normale, weil ich mir nicht das erweiterte gekauft habe. Finde ich zwar schöner, das erweiterte, aber... ich habe ja die normale auch freigespielt. Also brauche ich es eigentlich nicht wirklich. Also wegen dem Aussehen her ist die wirklich sehr cool, die hier. Die Statistikzentrale. Aber das Zentrum ist auch völlig okay. Hat genau die gleichen Eigenschaften, auch das Aussehen halt. Oder? Braucht das mehr Strom? Nö. Kostet halt minus 250. Also kostet Unterhalt. Aber was will man machen? Das sieht halt ziemlich geil aus und man hat viele Funktionen vom Aussehen her und so. Na. So. Ah ja, hier hatte ich ja auch schon gut ausgebaut. Machen wir mal hier weiter. Also mit den Bäumen hier drin. Die man jetzt fast nicht mehr sieht. Macht nichts. Was ich mir noch überlegt habe, vielleicht könnte man hier noch ein bisschen mehr verbinden. Den Platz hier mit der Straße hier oben, weil es sieht noch relativ getrennt aus. Könnten wir mal versuchen. Dann muss das weg. Ja, das auch und das auch. Warnung. Produktion gestoppt. Ich dachte schon Stromknappheit oder sowas. Nee, die Teile verbrauchen ja Strom. Stimmt, die produzieren ja keinen. Die verbrauchen Strom, verbrennen den Müll und erzeugen dadurch bessere Umweltbilanz. Ah, okay. Ergibt so halbwegs einen Sinn, finde ich jetzt. So momentan vom Anhören, weil eigentlich sollte man dann auch ein bisschen Strom produzieren. Natürlich verbraucht man auch für die Verbrennung, aber meine ich mal. Also ich meine, da wird auch was produziert. Aber wahrscheinlich ist es bloß Fail, was ich gerade am Denken bin. Denken und so, ne? Kann gefährlich werden. Das sieht jetzt irgendwie komisch aus. Ganz komisch. Ja, jetzt geht's. Jetzt ist alles okay. Hab jetzt noch überlegt, ob ich die hier vielleicht ein bisschen enger zusammensetzen soll, die Häuser hier. Also das heißt, die Reihen hier alle weiter nach innen verschieben. Wobei dann die Straße hier nicht mehr passt. Nee, das wäre ungünstig. Dann mache ich das nicht. Und baue hier stattdessen irgendwelche Sachen hin. Das könnte ich eigentlich hier hinbauen. Ja, das mache ich jetzt mal. Man kann nie genügend die Leute informieren.
So. Zudem ist dann hier noch ein bisschen Abwechslung drin. Und... das kleine Haus, ich möchte ja nicht drin wohnen zwischen den ganzen Riesenhäusern hier. Vor allem, dass man nicht gleich riesige Häuser hinbauen kann, aber macht ja nichts. So, Lampen. Mal gucken, wie es ausschaut. Die Kosten, entweder Strom oder Unterhalt. Zustand der Bevölkerung registriert. Unterhalt, 5 pro Lampe. Super. Also wenn man da viele Lampen platzieren würde, kommt es auch auf ordentliches Vermögen. Aber das ist ja nur ein Test, keine Sorge. Ich muss nur mal testen. Was zum... Kann ich bloß ein Straßenstück setzen? Ja, in der Tat. Ne, 2. Oh, es geht nicht durch die Lampen durch. Hm. Durch die Plätze halt, wo die Lampen draufstehen. So. Was geht eigentlich, ne? Mal schauen. Solchen Gefahr eingedämmt. Ja, ein bisschen unnötig sind sie schon, weil sie so klein sind. Ich mach mal eben Nacht. Ja. Oh. Wie immer. Verdrückt. Also so wirklich überzeugt bin ich ja davon noch nicht. Dann mache ich wieder Tag und reiß die ab. Zudem kosten die ja doch ein bisschen was im Unterhalt. 5 ist ja jetzt auch nicht... nicht so wenig. Pro Lampe 5. Ja, so Blumenbeete sind jetzt ja auch ein bisschen schäbig aus. Irgendwie schon. Dann würde ich ja sagen, ich könnte mal Bäume pflanzen. Oder gäbe es noch irgendwas, was mich bei den Ekos interessieren würde? Nö, kann eh nichts nehmen, außer Bäume. Und mal, verdienen die wieder die Blätter ein bisschen? Ich glaube, die Umwelt nimmt hier wieder ab. Ah, wegen dem letzten Bauabschnitt. Ich glaube schon, ich baue ja gerade wieder weiter. Und das Schwarze, weiß nicht, ob ich das lassen soll. Könnte ich machen. So. Immer 3 und dann 1 freilassen für einen Baum. Könnte man machen. Warnung. Steigende Kriminalitätsrate. So, mal sehen, wie es aussieht. Wenn ich jetzt hier Bäume hinsetze. Oh, ich würde sagen, ganz okay. So ein paar Bäumchen schaden ja auch nicht. Ein paar haben sogar so Gras unten. Ist auch schön. Früher, also, ich sag immer früher, in den anderen Anno-Teilen war es so, glaube ich, wenn man Straßen gesetzt hat und hat dann abgerissen, dann war da drunter ja nichts. Oder generell jetzt zum Beispiel in 1701, das sah nicht so schön aus. Ich möchte nur gerade mal testen mit roten Bäumen. Die habe ich jetzt nicht so viel benutzt, sind halt eher die Tycoon-Bäume. Rote. Was gefällt mir besser? Ich würde sagen, grüne. Also kommen jetzt hier grüne hin. Oder haben wir da Gebüsch? Gestrüpp? Ja, genau, Gestrüpp. Das war ja auch manchmal so in 1701. Wenn man Gestrüpp hatte und hat da Straßen rüber gebaut, dann ist es durch die Straße durchgewachsen. Ganz extrem. Ja, hier lasse ich jetzt mal weitere Häuser aufsteigen. Und schau mal, wie weit der Bauabschnitt schon ist. Ich denke, wir werden ihn in der Folge nicht schaffen, ohne zu spulen. Keine Zwischenfälle bisher. Ja, sieht man. Ohne Spulen wird da gar nichts gehen. Produktion gestoppt. Und ich spule gerade eben nicht. Auf jeden Fall bin ich dafür, erstmal die ganzen Kleinen aufsteigen zu lassen. Wobei ich ja noch gar nicht weiß, ob die Häuser hier wirklich so bleiben, wie sie gerade stehen, hier in der Mitte.
erstmal sollten solche Sachen beseitigt werden. Weil es sieht da wirklich gammelig aus, weil so winzige Häuser dazwischen sind. Ja, hier kann ich auch aufsteigen lassen, weil die schon so schön neben der Straße sind. So. Also hier so ein Block. Der passt. Hier hinten passt es noch nicht wirklich. Finde ich jetzt irgendwie. Man kann natürlich auch machen, dass hier eine Straße gleich wieder dahinter ist. Aber ich würde halt lieber die noch eins dran setzen. Und hätte dann eine doppelt so breite Straße. Dieses Jahr hau ich die Ersparnis auf den Putz und kauf uns auch so eine tolle Karre. Knifflig, knifflig. Ach ja, ich hab jetzt auch bald GTA 4 und Dirt Showdown. Ich fand die zwei Spiele sehr gut. GTA 4 wollte ich mir schon länger mal kaufen. Und jetzt kostet's halt. Jetzt kommt's interessant, ich habe die beiden Spiele zusammen, also Dirt Showdown und GTA 4, auf Amazon für knapp 40 Euro bekommen mit Versandkosten. Und jetzt die gleichen Spiele auf Steam für knapp 70 Euro. Wo man ja keine Versandkosten hat, weil man sie halt so runterladen kann. Steam zockt doch immer ab, außer ganz selten mal, wenn es Sonderangebote gibt. Aber das ist wirklich keine so selten. Da würde ich fast nie irgendwas auf Steam kaufen. Das ist doch gammelig, was die machen. Finde ich ja. Ah, ganz selten gibt es mal ganz gute Angebote. So. Immer noch 21.000 Einwohner. Wenn nicht wirklich viel mehr. Vielleicht liegt es daran, dass ich immer Gebäude abreißen muss. Vielleicht liegt es wirklich daran. Was haben wir hier? Erhöht den Wohnraum. Ach so. Moment mal. Ich habe die doch im Einflussbereich. Die müssten noch von der Konzernzentrale auch gelten. Oder etwa nicht. Was soll das denn? Schade. Irgendwie dachte ich jetzt eigentlich schon, das zählt. Tut's aber anscheinend nicht. Verdammt. Und eigentlich könnte ich dieses Gebäude hier hinsetzen. Wird ganz gut passen. Oder wird es noch wo besser passen? Ja, hier, aber da ist ein Gebäude im Weg. Das hier. Das war jetzt Ministerium. Super. Und wegmachen kann ich es ja nicht. Hier wird effizient gearbeitet. Weiter so. Moment. Dann haben die zwei Häuser hier keinen Einfluss mehr vom Wahrheitsministerium, das heißt, die würden da absterben. Aber dann könnte ich doch das eigentlich wegmachen. Ihre Baustelle scheint gut organisiert zu sein. Ach nee, hier ist ja auch ein Bereich dann ohne Wahrheitsministerium. Das müsst ihr dann woanders hinbauen. Ich schau mal eben. Ah, okay. Ich sollte erstmal warten. Schnell. Erstmal warten, bis hier unten die Konzernzentrale fertig ist. Motivierte Mitarbeiter, so ich führt will jetzt Vorhaben nichts schreiben. So, Punkt. Ja, erstmal warten, dann können wir es immer noch abreißen. Bin gerade am Umschauen, was wir noch so benötigen. Benötigen wir eigentlich mal wieder irgendwelche neuen Materialien, irgendwelche neuen Lebensmittel, irgendwas, was zur Neige geht? Nö. Haben immer noch alles. Ist doch schön. Wie sieht's bei den Forschern aus? Eigentlich auch ganz okay. Haben wir da noch irgendwas erforscht mal? Öl. Brauchen wir hier unten? Ich weiß es nicht. Nee, funktioniert gerade noch alles, aber ich kann es trotzdem mal runterbringen mit einem Schiff. Trimaran, los. U-Boot. Ja, einfach als Vorsorge. Jetzt mal schauen, dass wir noch vielleicht irgendwas erforschen können. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht öffentliche Gebäude. Da habe ich erst 6 von 14. Okay, ich muss mal mehr in öffentliche Gebäude investieren. Wo war denn das? Ich glaube hier.
War schon ein bisschen her. Moment, irgendwas von den Geräten war es doch. Nein. Ach nee, das war ja sogar in der Akademie. Grundlagenforschung, genau. Und dann war ja öffentliche Gebäude. Ja, da will ich mal ein bisschen erforschen, ob es da irgendwas Tolles Neues gibt. Es dauert auch nicht so lang. 17 Minuten. Das geht, ist okay. Ah ja, und ich lass mal hier neue Leute aufsteigen. Hier in dem Bereich passt nämlich auch alles, das bleibt so. Und die verbrauchen verdammt viel Eisen. Warnung. Stahl. Produktion gestoppt. Verdammt, nein. Da, das passt wirklich. Okay, jetzt muss ich aber das Teil immer noch lassen, ne? Das Stadtzentrum. Oh ja. Das ist schade. Umpflanzen kann ich das nicht, oder? Na, ich könnte es eigentlich irgendwo da oben hinbauen. Mach ich jetzt mal eben. Mal schauen. Angenommen, ich setze das da hin. Sind alle zufrieden? Ja, da werden auch alle zufrieden. Und ich habe es einfach mal woanders hingesetzt und Platz gespart. Dann könnte ich ja rein theoretisch das Gebäude hier unten hinsetzen. Hätte dadurch mehr Leute im Einflussbereich. Und kann dann noch mehr Leute einziehen lassen, oder? Laut Medienberichten gibt ja. es in der Stadt einen Einwanderungsboom. So etwas ist immer gut für die Wirtschaft. Moment mal, jetzt... Zählt es ja jetzt ernsthaft? Bis zum Beispiel da hinten? Nö, schade. Aber warum zählt es dann noch für die hier unten? Ich bin noch gar nicht mehr in dem Bereich. Ach, weil hier unten natürlich auch ein Weizenmysterium ist. Natürlich. Ja, das muss ich auch lassen. Das Casino. Schauen, was passieren wird, wenn ich das abreiße. Kann ich auch noch oben setzen, eigentlich. Hier ist es. Na, los. Und alle zufrieden? Ja, dann habe ich noch mehr Baufläche da unten frei. Müssen wir nur was damit anfangen. Zudem wollte ich ja mal schauen, ob ich hier diese Straßen lasse, aber ich glaube, ich ersetze diese hier. Mir gefallen die nicht so toll, die Betonstraßen. Da finde ich die Baines Avenue eigentlich schöner, wenn man die hier durchgehend baut. Es geht ja hier gut, wo bloß eine Straße oder wo die Straße bloß eins breit ist. Wäre sie breiter, wäre es nicht mehr so schön. Weil halt dann diese ganzen Zierelementsachen mit dazukommen. Und die, finde ich, passen einfach nicht immer dazu. So. Ich könnte die Straßen halt mal ganz nachziehen. Dann müsste ich da nicht jedes Mal diese kleinen Bereiche raussuchen, wo es noch fehlen könnte. Ich meine, wir sollen ja auch eine annehmbare Stadt haben. Und durch solche Kleinigkeiten wird sie ja immer schöner. Würde ich doch mal behaupten. Also ich finde, meine Stadt ist jetzt schon recht schön. So. Warum fehlen ja eigentlich Häuser? Weil es irgendwie behindert gebaut ist. So, ist doch viel besser. Warum habe ich das nicht gleich so gebaut eigentlich? Ich verstehe es nicht. Ich glaube, hier lasse ich die Häuser auch. Und dann kann ich die gleich aufsteigen lassen. Aber ich habe keinen Stahl. Das ist schlecht. Was ist eigentlich mein Trimaran? Ach, der ist gerade mal hier oben. Ich dachte, ich hätte ihn schon runtergeschickt. Habe ich noch nicht. Verdammt. So.
Und wir haben noch 14.000. Hier halt immer noch 677.000. Da geht's auch ab unter Wasser. Hab mir mal überlegt, mehr Überinseln zu bauen und dann es von... Naja, auf der Insel dann platzsparender zu bauen. Das ist schon recht platzsparend, aber dann brauchen wir halt hier keine Bohrer mehr. Und können nur noch hier abbauen. Oder fördern. Ja, fördern ist da besser bei Öl. Ich sollte mir die Banks Avenue mal da unten reinziehen. Da kann ich die nämlich immer gleich bauen. Da ist sie. Achtung. Kümmern Sie sich darum, ich habe keine Zeit dafür. Einmal durch. Ein Auftrag. Zollware Werkzeug. Nee. Ersparen Sie mir die. Da habe ich jetzt keine Lust drauf, wirklich. Aufträge sind schon ganz schön, aber wenn man sie nicht braucht, nerven sie einen manchmal. Und auch wenn ich jetzt hier am Bauen bin gerade, da brauche ich die nicht unbedingt. Ich denke, es wird auch keinen Stern, wenn ich die jetzt nicht immer mache, weil sie bringen ja auch gerade eben nichts. Die paar Zollwaren, was will ich mit denen? Die würden mir einfach mal gar nichts bringen. Genau wie die Atomraketen da unten. Die wollte ich ja gar nicht bauen, muss es aber. Weil sonst meine Leute ja einen Aufstand machen. Also die wissen schon, wie man nerven kann. Das muss man ihnen lassen. Ganz ernst, wer hätte denn bitte jetzt echt gerne eine Atombasis direkt neben dem Haus? Und zwar... so richtig, dass die dahinter stehen, ja, wir brauchen eine Atombasis direkt neben unserem Haus. Ich würde es nicht wollen, aber die Leute hier stehen da drauf. Aus irgendwelchen Gründen. Oh, hier habe ich mal ausgebaut, hier sollten die Häuser so bleiben. Jetzt kann ich ja... Nee, ich kann das Kraftwerk nicht wegbauen. Würde ich nämlich gerne machen. Abreißen, dann könnte ich da noch ein paar Häuser hinsetzen. Moment. Da oben kann ich aber noch Häuser hinsetzen. So. Haben wir jetzt einen größeren Einflussbereich. Und die ziehen dann natürlich gerne ein direkt daneben. Warum auch nicht? Naja, viele neue Häuser haben jetzt auch nicht Platz. Ein paar halt. Hier habe ich aber noch Platz. Was kann ich da hinbauen? Normale. So. Was habe ich hier wieder gebaut? Ich habe keine Ahnung. Ich bin ja schon fürs schön Bauen, aber das hat jetzt nichts mit schön zu tun gehabt. Ich glaube, da war ein Gebäude, was ich dann abreißen musste wegen der Konzernzentrale. Und dann ergab sich das so. Und die schwarze Straße ist auch noch ein Problem, die hier. Warnung. Ein kleines. Gemeinschaftsbedürfnis nicht erfüllt. Oder was ist das überhaupt? Gemeinschaftsbedürfnis? Achso. Moment. Du kriegst auch eine Banes Avenue. Sehr schön. Wo war ich? Hier, ich habe mich nämlich gerade eben gewundert, was ich hier mal wieder für ein Zeug zusammenbaue. Ich sollte mir zuerst anschauen, dass hier ja auch Häuser Platz haben. Und ich habe meine Zeit wieder überschritten. Oder gerade eben erreicht. Schauen wir noch. Also wir haben jetzt gerade mal 1000 neue Einwohner bekommen, glaube ich. Laut der Anzeige da oben. Wenn diese Stadt mal voll ist. Wenn dies irgendwann geschehen sollte. Dann werden wir übrigens auf eine andere Insel weitersiedeln und dann die Produktionsketten weiter ausbauen. Also momentan sollten sie ja noch ganz gut reichen, dass wir hier recht weit kommen. Ich befürchte, ich muss hier auch... Ich muss hier auch neue... Endlich Wochenende, ja. Und ich hab frei.
Produktionsketten anfangen, damit hier die ganzen Leute zufrieden sind. Ihre Baustelle scheint. Ah, das wird alles noch kommen. Wir sind jetzt schon circa bei ein Drittel angekommen bei der Konzernzentrale, bis die mal fertig ist. Und ich fände es ja immer noch ziemlich toll, wenn ich hier diese Statistik, wie heißt das jetzt bei mir, Zentrale oder Zentrum? Zentrum, hier hinbauen könnte, wäre da oben nicht aus dem Weg. Ich sehe gerade, es wäre eh asymmetrisch. Verdammt, ja, dann geht's natürlich nicht. Dann wäre es hier ziemlich cool. Ist hier ja nichts übers Testen. Wir testen es einfach mal. So. Mal schauen, vielleicht noch ein bisschen außen rundherum wegmachen an Häusern. Kommt auf. Vielleicht setze ich es dann nur nach hinten. Auf jeden Fall können wir in dem Gebäude, wer es noch nicht wusste, ja, alles sehen, was bei uns abgeht. Wirklich alles. Wie es gerade mit der Umwelt steht, auf der Insel zum Beispiel. Auf anderen Inseln müsste eigentlich auch anzeigen irgendwo. Ah, hier sehen wir die Energieerzeugung auf der Insel. Okay. Dann kann man hier noch die Statistik anschauen. Das ist jetzt von allen Inseln. So ist die... Ah, ich dachte schon Ökobilanz. Was? Auf welcher Insel ist bitte so niedrig? Nein, das ist die globale Ökobilanz. Die ist bei minus 1557. Geht eigentlich. Ganz okay. Credits sammeln sich auch ganz schön viele an mittlerweile. Wir haben schon 18 Stunden gespielt. Ich denke mal, das wird mitspulen sein. Ja, Einwohner ziehen auch neue ein andauernd. Wow. Grafik, wir haben hier eine Grafik. Was zeigt uns denn an? Die Bevölkerung. Ich glaube, hier hatten wir eben ein paar abgerissen für Park oder irgendwas. Hier auch. Ist das immer, wenn wir ein paar abreißen, ein paar Häuser, dann geht es ein bisschen zurück. Und hier ist eigentlich relativ gleichbleibend. Müssen wir auf jeden Fall die Kurve weiter steigen lassen hier. Hier in dem Bereich vor allem. Produktion gestoppt. Fahrzeuge. Aha. Ja, ist schon ziemlich toll hier diese Statistik. Bevölkerung. Kein einziger Eco. Gut, dann haben wir jetzt auch wieder eine Bilanz von über 10.000 erreicht. Hat ja auch ein bisschen gedauert. Havarieöl. Oh. Genau, ich habe noch was vor, was ich jetzt machen werde, bevor ich es vergesse. Dann habe ich nämlich diese Havarie auch mal weg. Das war jetzt schlecht. So, 21 Tonnen Öl auf dieses Schiff. Notfallausrüstung und Schmutzwasserpumpe. Die könnte ich eigentlich mal hier entwickeln. Notfallausrüstung und Schmutzwasserpumpe. Einfach damit wir hier ein bisschen Credits bekommen nach 1000 und dass wir das mal weg haben. 5000 kostet es und das 1500. Naja, ich dachte schon, dass ich werde ein Verlustgeschäft machen. Habe ich aber nicht. Registriere Bereitschaft bestätigt. 50 Karrierepunkte bei der Eden Initiative erlangt. Das ist ja auch schon mal was wert. Ja. Ne, dann würde ich doch sagen, danke fürs Zusehen. Ich muss meine Kamera einstellen. So. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.